Und die Sache ist die, ich kann jetzt mit, ja, Psyana gegen Tantl überhaupt nichts ausrichten. Das ist doof. Denn Tantl ist doppelt resistent gegen Psycho und resistent gegen Typ Normal. Deswegen muss Natara das jetzt mal übernehmen. Oder alternativ Visenio mit Kryptoschlag. Und das war's. Tschüss, Tantl. Und wenn schickst du das letzte. Oh, Lombrero. Ganz ehrlich, die Bewegungsanimation erinnert mich so ein bisschen an so einen DJ. So ein kleines bisschen. Wenn ihr so die Arme kreisen seht. Geil, Power. Ich hoffe, du tust keinen Volltreffer machen, also hau ich dich. Na gut. Okay, Lombrero ist fast down. Genau. Sei weiter verwirrt. Das machst du super. Furienschlag. Oh, wie süß. Aber es ist Psyana. Gut. Konfusion und... Soll ich es wagen? Ich wag's mal. Muss ja Wablu irgendwie anschwächen. Haut sich zwar selber schon so gut wie kaputt, aber trotzdem. Level up. Finte. Finte und bisschen gleich stark. Und das bis halt die Fähigkeit hat, zurückschrecken zu lassen und... ja, Finte immer trifft. Ich behalte bis. Hat nämlich mehr AP. Und hat eine Fähigkeit zurückschrecken. Passt beides. Und Wablu ist immer noch verwirrt. Gut, dann fangen wir dich jetzt mal. Komm, du machst Reflektor. Und super Ball. Dich kralle ich mir. Komm her. Gibt keinen drin für dich, Wablu. Das war's. So einfach kann es gehen. Nichts wird aus der. Du wirst wieder zurück in den Bau wandern. Keine Ahnung. Hättest dich besser angestrengt, wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Gut, gehen wir weiter. Hier unten was? Nö. Hier drüben. Wahrscheinlich auch nur Sackgasse. Ja. Die Kanalisation, echt. Wenn man das Kanalisation nennen kann. Oh. Hier sind wir schon. Gut. Dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Gut. Oh yeah. Abdancen hier. Ja, genau. Dance. Ah, du Scheiße. Oh je. Ja. Wie taktlos. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen angeekelt. Bam. Battle-Musik. Ja. Die Queen hat wirklich diese Battle-Musik, die es nicht kennen. Aber irgendwie fand ich es zu dem Zeitpunkt richtig cool, wo ich es gespielt habe. So, wie machen wir das jetzt am besten? Das machen wir so.
Das eine verwirren wir. Zack. Wahrscheinlich Kombinationsangriff auf 1, das andere verwirren wir. Ich hoffe, das Taktik geht erstmal auf. Ach, Regentanz. Und du machst auch Regentanz. Wie sinnvoll. Vor allem Regen in der Höhle. Sag ich mal nichts zu. Erstaune. Oh, wie süß. Das ist aber eine coole Tanzbewegung in dem Spiel von diesem Pokémon. Und Batz, weg mit dir. Nächste Runde bist du down. Oder nächste Runde, nächsten Angriff. Obwohl doch nächste Runde. Auf wen hast du gezielt? Oh. Das sehe ich mal gar nicht ein. Ich wechsle Psyana aus. Das ist wahrscheinlich auch noch Regenguss, kann das sein? Wen wechsle ich ein? Senior. So, nach Tara. Ich hoffe, du kommst jetzt mal dazu, das andere Platz zu machen. Ich werde mein Psyana definitiv nicht als Energy Drink darstellen. Auch noch Tara. Auf dem anderen. Also, auf Senior hat das nämlich keine Wirkung. Erstauner. Kavaloch ist eigentlich relativ cool, finde ich. Zumindest die Kombination vom Typ her. An sich das Aussehen ist Geschmackssache. Aber es wird eh meistens mit Überreste zum Beispiel gespielt, mit der Fähigkeit Regenguss und Ekelsamen. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist zwar eine Taktik, aber muss nicht sein. Für mich nicht. Ja, sage ich doch. Hat er wirklich. Gut, dann hauen wir den oberen erstmal nieder. Oh, verdammt. Warum, Visenior? Jetzt, wo ich deine Fähigkeiten brauche, kommst du wieder damit. Und auf wen zielst du? Das ist blöd. Ich weiß, dass es im Furie-Modus ist. Ich werde trotzdem mal angreifen. Ich hoffe einfach mal, das funktioniert. Jetzt wechsle ich zu Psyana. Huhuhu. Kryptoschlag. Komm, haut drauf. Booms. Sauber gemacht wie Senior. Ich darf es aber nicht zu lange im Furier-Modus lassen. Sag mal. Ich muss es noch auswechseln und so. Naja, egal. Diese eine Runde wird es noch im Furier-Modus aushalten. So. Na komm, greif einfach mal an. Was? Volltreffer. So gehört sich das. Komm, hau drauf. Saubere Arbeit. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das eine Kavaloros klein krieg. Genau das 31er da. So, Krypto und Konfusion. Auf Visenio, wa? Autsch. Verdammt, ich muss wirklich Visenio aus dem Modus noch rausholen, bevor der Kampf zu Ende ist. Tschüss, Kavaloros.
Und ich weiß, wer als letztes folgt. Dann Pokémon, was überhaupt nicht reinpasst in sein Team. Muggelbaum. Und was ist das? Oh mein Gott, es ist ein Krypto-Pokémon. Wer hätte das gedacht jetzt? So, wie Senior, gib ihm den Rest. Gut. Super gemacht, wie Senior. Okay, wie Senior. Nein, dich rufe ich jetzt. Gut, und dann bauen wir erstmal einen Reflektor auf. Und wir uns dieses Muggelbaum dann erstmal schnappen können. Ich habe diese Melodie mal ziemlich lange gehört. Am Stück. Autsch, das sieht richtig schmerzhaft aus, der Steinhagel hier in dem Spiel. Einfach mal einen riesen Stein von oben runter klatschen lassen. Boom. So, aber du brauchst jetzt nicht weiterkämpfen, wie sehen wir. Aber ich kann mal was nachgucken. Mutig. Ist auch noch ein gutes Wesen. Senkt zwar die Initiative, aber Visenio hat sowieso genug. Ganz ehrlich, Visenio, du könntest dir so gesehen sogar einen Platz in meinem Team sichern. Das ist gut. Geht halt nur die Initiative so ein bisschen flöten. Rückkehr kann ich auf das machen. Um ein bisschen anzuschwächen. Aber ich finde, dass Visenio drauf geht. Das ist ein schöner Erfahrungspunkt, den Visenio hat. Rückkehr. Verdammt, ist das schwach. Steinhagel. Wie gesagt, gut, dass ich den Reflektor habe. Damit kann Psyana und Natara einiges wegstecken. Gut, Natara, wieder unsere Standardtaktik. Kung-Fu-Strahl und du greifst einfach weiter an. Bei dir ist nämlich nicht gefälscht, wenn du angreifst. Und zack. Ich glaube, jetzt bist du ein bisschen gaga in der Birne. Kann das sein? Fußkick. Nein! Ich korrigiere. Ja! Ich dachte schon, jetzt reißt er so übelst meine Tara nieder. So. Ich denke mal, diese Doppelkombo kann ich mir erlauben. Und Geheimpower. Oh je. Hau dich mal selber. Danke. Okay, Natara wirft mal in seinem Zug einen Ball. Und wir greifen so an. Dich kralle ich mir. Komm her! Verdammt! Und nichts effektiv. Ist nicht mehr verwirrt. Das müssen wir korrigieren. Und ich muss Psyana unbedingt auswechseln. Der Reflektor lässt nach. Das ist ungut. Okay, ich lasse Psyana drauf gehen. Oder. Ja, Kung-Fu-Strahl. Dafür bauen wir aber den Reflektor wieder auf. Das sind eh keine Erfahrungspunkte, die jetzt irgendwie verloren gehen. Deswegen werden wir mal gucken. Vielleicht haut es sich auch selbst, dann haben wir. Man macht Fußkick auf Natara. Steinhagel. Autsch. Psyana hält das nicht durch, oder? Na, tschüss, Psyana. Tut mir leid. Nimm ich erstmal Tyrakok rein.